Ja, hallo Leute, ich begrüße euch wieder hier bei Euro Truck Simulator 2 und zwar hier schon ein bisschen her. Ja, was sehe ich da? Update auf 64-Bit. Na, was habe ich mir denn da gedacht? Da installieren wir mal. Und zwar habe ich hier schon ein bisschen die 1.16er Version, macht man einfach so, zack, tack. Einstellung, Betas. Na, öffne dich. Und da ist sie, diese Beta, fügt man hier ein. Da gibt es so einige schöne Sachen. Also wie gesagt, die 1.16er Version nehmen wir. Denn startet hier eigentlich dieses Update 102 MB. Und dann da kann man das Spiel starten. Okay, ja, was machen wir denn da? Einfach Euro Truck Play Euro Truck Simulator 2 in 64-Bit natürlich. Ich bin mal gespannt, wie das ist. So, da läuft schon mal der Startbildschirm. Könnte natürlich ein bisschen laut sein. Wir starten. Mal gucken, ob alles funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich drücke einfach mal auf Fahren. Schau mich einmal um. Okay. Okidoki. Okay. Upsala. Das ist die Flycam. Okay. Okay, so, dann steigen wir mal ein. Läuft der Motor? Er läuft. Und er läuft noch. Und er, ach so, Feststellbremse auch einmal lösen. Ich habe noch gar keinen Verkehr gesehen. Ach so, Hannover bin ich. Alles klar, dann wollen wir mal gucken, ob wir so einen kleinen Auftrag finden. Oh, es gibt sogar noch die Weihnachtstrailer. Gibt es denn hier so was Schönes, Nettes, Kleines? 300 Kilometer. Ah, ich will gar nicht so weit fahren. Hier 200 Kilometer. Den, ja, das kleine Sexspielzeug. So, okay, wie weit müssen wir denn fahren? 1 Kilometer. Machen wir doch glatt. Oh. Jetzt schon wieder zu schalten, aber das sollten wir hinkriegen. Mal gucken, 64-Bit. Sieht natürlich, ja, ich weiß nicht. Ich habe das Spiel schon länger nicht mehr gestartet. Irgendwie hatte ich überhaupt keine Lust gehabt. Ich warte die ganze Zeit nämlich schon auf Skandinavien. Da passt ja dieses 64-Bit-Update gut rein. Ja. Los, mach grün. So, hinter uns ist Verkehr. Na, ich schalte mal. Jetzt wird's grün. Mitten in der Nacht. So. Uiuiui. Ich bin betrunken. Und wir schnappen uns gleich einmal den Anhänger. So. Wir fahren ran. Ganz langsam. Schnappen den. 290 Kilo. Jo, ist er denn? Da ist er ja, der Kleine. So, na und ja, hier ist aber jetzt. Und einmal, ich hoffe, der Sound ist einigermaßen. Ich habe den nicht mal damals wegen TS und sowas runtergestellt. Den Konvoi. Ja, aber es läuft ja. 64 Bit. Ach ja, wir haben jetzt schon fast Ende Januar. Und Skandinavien lässt immer noch auf sich warten. Ach ja, ich bin da schon so gespannt drauf, was da jetzt alles gemacht worden ist, wie das alles aussieht. Ja, oh, ich fahre mal wieder viel zu schnell. Naja, aber 60 ist okay, hoffe ich mal, ne? Ja, yeah. Chico Lacko, wir fahren durch die Gegend von Hannover. Ich habe mir gar nicht gemerkt, wo wir hin müssen. Nach Düsseldorf, okay. So, einmal anhalten. Wir sind ja lieb und nett und stehen hier an der roten Ampel. So, ich mach mal einen Tick vielleicht den Sound an. Audio. Ein bisschen höher. Gesamtlautstärke. Musik runter. So.
So, ich spiele übrigens mit dem G27, aber das habt ihr ja bestimmt schon alle mitgekriegt. So, und wir geben Feuer. Ach, herrlich. Boah, die verblasen uns ja. Was ist denn? 12 Tonnen nur geladen? Nee, das ist doch gar nichts. Komm, los. Oh, ich fahr wieder. Einfach mal rechts überholen. So, ich muss da aber links rüber, dann passt das. So. Ich werde mal auf 70 beschleunigen. Alles Roger im Kambodscha. Jetzt haben wir noch 280 Kilometer vor uns. Ich weiß gar nicht, ob ich schneiden soll oder so. Oder ob das alles drin ist. Ja, wir lassen einfach die 64-Bit mal voll auf unser Brain wirken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alles chillig. Einmal schnell runtergeschaltet. Und jetzt verhusten wir den. Nein. Ja, SCS-Videos, also Production, hat auch zwei Videos bis jetzt gepostet. Ich stand da, glaube ich, von einer vierteiligen Serie. Und zwar haben die ja den neuen Mercedes so ein bisschen vorgestellt. Die arbeiten an Skandinavien und so. Ja, war schon interessant, so ein paar neue Bilder und sowas zu sehen. In Bild und in Farbe und nicht nur Bilder also im Video jetzt gesehen. Und nicht nur kleine Bilder. Das war schon nicht schlecht. Also Skandinavien haben sie auch gepostet. Ist in der Endphase, wird nur noch verbessert und optimiert. Ja, ich lasse mich überraschen. Also nicht mehr lange und dann bekommen wir unser Skandinavien DLC-Pack. Frage ist nur, wie teuer wäre das, ob das hier 10er oder 20er kosten wird. Naja, ich werde mir das mal anschauen und dann. Ja. Wird's gekauft. Kilometer. Ja. Ich denke mal, ich fahre hier nur noch so ein bisschen bis, wo fahren wir denn mal hin? Bis kurz nach Osnabrück und dann. Ja. Schauen wir mal. Mal kurz 5 Minuten hier durch die Gegend fahren. Durch die Gegend schaukeln. Oh, 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 da haben wir ja fast einen Unfall gebaut. Ich habe den gar nicht gesehen. Uiuiui. Fährt auch nicht rüber, die Sau. Uiuiui. Von oben, von der Seite. Oh. Naja. Uiuiuiui. Das geht nicht gut, das geht nicht gut. Haha. Nee, Taste war anders. Ach so. Auf der 8. Ja. Ah, ein bisschen Blödsinn muss sein. Hup, 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 hup. Ach ja. Ja, wir machen hier schon wieder Straßensperre, Blödsinn. Eigentlich müssen wir die Polizei rufen, dass wir hier so betrunken durch die Gegend eiern. Ich versuche auch gleich mal den nächsten Parkplatz, Rastplatz zu finden. Nach vorne unter Osnabrück ist ja was. Und dann, ja, dann machen wir mal den kleinen Cut. Ich wollte euch ja nur zeigen, wie man die 64-Bit, die Version 1.16er bekommt. Ist klar, für das gibt es noch kein Multiplayer-Update. Das läuft nur auf der alten Version. Aber sobald das freigegeben wird, werden die Jungs wohl auch schnellstmöglich updaten. Tjo. Herrlich. Hup, hup. Hätte ruhig mal grüßen können. Wenn ich ihn schon so anhub. Hui. Achso, das ist Tastatur. Okay. Tastatur funktioniert auch. Oh, ich hatte irgendwie der Tempomat rausgerutscht. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die Dings drin habe. Begrenzer. Ja, können wir ja mal testen. Komm, 85. Aber über 90 geht. Ich weiß es nicht. Komm, 87.
Komm, gib ihn. 90, 91. Nein, der begrenzt das nicht drin. Uiuiui. Und es geht gleich bergab. Aber gleich. Oh, ich eier hier schon wieder rum. Ich achte gar nicht auf die Straße. Und meine Fahrer verdienen endlich mal ein bisschen Geld für mich. Ludovic. Komische Namen hier. So. Da ist er ja, der Jute Parkplatz. Unser letzter Endi-Station. Ja, ich hatte auch letztens immer Probleme gehabt mit meinem Shadowplay mit aufnehmen. Irgendwie komischerweise nach so ziemlich genau 15 Minuten oder waren es 10 Minuten? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Hat das auf einmal geraschelt, geknistert und pff, Ton war weg. Ich habe keine Ahnung, wo es dran lag. Ich habe jetzt mein Nvidia Experience oder wie das Ding heißt, mal deinstalliert. Jetzt die neueste Version draufgeknallt. Ja, und dann mal schauen, ob es funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Aber das wird wohl passen hier in dieser kleinen Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die kleine Vorstellung, wie ihr die 64-Bit-Version kriegt. Ja. Sieht schon nicht schlecht aus. So, ich mache nochmal die Spiegel aus und alles für so einen kleinen Screenshot, Screenie nachher. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich, dass ihr wieder auf meinen Kanal reingeschaut habt. Lasst gerne auch einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich sage bis zum nächsten Mal, euer Jens. Tschüss.